So, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Freunde des Europa-Instituts und sehr geehrter Herr Daniel Hope, im Namen des Europa-Instituts an der Uni Zürich darf ich Sie hier ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns außerordentlich, dass Sie heute Abend unter uns sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Sie sind überaus gefragt und wie mir scheint, dauernd unterwegs rund um die Welt. Seit mehr als 30 Jahren stehen Sie als Solist auf der Bühne und Sie werden weltweit für Ihre Kreativität und Ihr Engagement für humanitäre Zwecke geschätzt und gefeiert. Entsprechend arbeiten Sie seit vielen Jahren mit führenden Orchestern und Dirigenten zusammen. Wir freuen uns natürlich hier in Zürich, dass Sie seit 2016 der Musikdirektor des Zürcher Kammerorchesters sind, einer Perle des Zürcher Kulturbetriebes, wenn ich das hier so da sagen darf, welche zurückgeht auf den Ihnen sich noch bekannten Edmond Düstutz. Und im Jahre 2018 übernahmen Sie zusätzlich die Position dieselbe Position beim New Century Chamber Orchestra in San Francisco. Zudem 2019 wurden Sie zum Artistic Director der Frauenkirche in Dresden ernannt und seit 2020 sind Sie Präsident des Bonner Beethoven-Hauses in der Nachfolge etwa von Kurt Masur. Sie sind ein gern gesehener Gast rund um die Welt, Carnegie Hall, Sydney Opera, Salzburg, Gstaad und so weiter und so fort. Sie arbeiten mit Top-Dirigenten zusammen und natürlich mit entsprechenden Orchestern, Berlin, Boston, Chicago, London, Los Angeles, Paris, Tokio, nur ein paar hier zu nennen. Daneben oder gleichzeitig oder wie auch immer haben Sie mehr als 30 Alben produziert, herausgegeben und dafür natürlich eine ganze Reihe von internationalen Preisen erhalten. Sie scheuen sich auch nicht davor zurück, neue Formen und Projekte anzugehen. So haben Sie sich engagiert, etwa mit den Künstlern Klaus-Maria Brandauer, Iris Berben, Mia Farrow oder auch etwa Sting. Es wurde ein Dokumentarfilm über Sie erstellt, Daniel Hope, The Sound of Life. Und seit 2016, irgendwo dazwischen drin, wo noch nichts ist, moderieren Sie auf WDR3 die Sendung Daniel Hope persönlich. Und die Liste ginge weiter. Ich sage nur noch, Sie haben noch 4 Bücher geschrieben, die alle zum Bestseller avanciert sind. Sie schreiben den Wall Street Journal oder führen den Salongespräche im Berliner Konzerthaus. Und zur Unterstützung anderer Künstler führten Sie während des Lockdowns 2020 eine Livestream-Serie Hope at Home durch mit über 150 Sendungen. Auch für im Ukraine-Konflikt haben Sie sich engagiert. Sie wurden am 17. August 1973, also vor fast genau 50 Jahren, in Durban, Südafrika, geboren und sind anschließend in England aufgewachsen. Ich glaube, ein entsprechendes Geburtstagskonzert wird es morgen geben in der Tonhalle, falls Sie noch kein Ticket haben. Das Zürcher Kammerorchester wird in großen Zahl der Tonhalle morgen Abend ein besonderes Konzert zu Beginn der Konzertsaison abhalten. Sie nationalitätenmäßig einzuordnen ist nicht einfach. Die Zeit, so habe ich gelesen, schrieb einmal, Sie seien ein südafrikanisch-britischer Geiger mit verworrenen irisch-deutsch-kosmopolitischen Wurzeln. Sie sind damit der wirkliche Idealreferent für den Vortrag heute Abend, die Internationalität der Musik und ihre Grenzen. Daniel Hope, the floor is yours, please. Grüezi. Herzlichen Dank für diese schönen Worte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und gerade eben
auf dem Weg zum Rednerpult habe ich doch einen Moment lang gedacht, wieso nehme ich einfach nicht meine Geige und spiele etwas, anstatt zu reden, weil ich bin doch Musiker. Und meine Sprache ist die Musik. Eine klare, internationale und eindeutige Sprache, die nicht übersetzt werden muss und eigentlich keine Missverständnisse zulässt. Eine Sprache zudem, die nach dem berühmten Satz von Victor Hugo selbst das ausdrückt, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Aber, wie Sie sehen, ich habe meine Geige nicht dabei. Weshalb die Alternative, frei nach Goethe, spiele Künstler, rede nicht, heute Abend entfallen muss. Ich werde stattdessen versuchen, in Worte zu fassen, wie sehr ich mich geehrt fühle, an einer der bedeutendsten Universitäten der Welt einen Vortrag halten zu dürfen. Wie Sie sicherlich wissen, war die UCH im Jahr 1833 die erste von einem demokratischen Staatswesen gegründeten Universität Europas und ist bis dato mit insgesamt 13 Nobelpreisträgern assoziiert. Und da ich mir der glücklichen Aufgabe bewusst bin, die mir heute Abend zuteil geworden ist, hoffe ich sehr, dass Sie meinen Worten eher großzügig gegenüberstehen, da Sie nicht nur einem Wahlschweizer stammen, sondern darüber hinaus, wie bereits gesagt, von einem südafrikanisch-irischen Katholiken mit protestantischer Verschmelzung kommen, der sich täglich mit den Regeln und Feinheiten der Schweizer Grammatik herumschlägt. Also ein ziemlich gewagtes Unternehmen, aber wie der berühmte Zürcher Max Frisch hoffnungsfroh betonte, erlaubt ist, was gelingt. Hoffen wir also aufs Beste oder, wie sagt man das hier so schön, mach keis Büro auf. Ich sagte eben Wahlschweizer, weil in gewisser Weise war es die Schweiz, die mich und meine Familie ausgewählt hat. Für meine Eltern war das Leben in Südafrika der Rassentrennung immer schwieriger und zuletzt unerträglich geworden. Als überzeugter Anti-Apartheid-Autor und Aktivist war es für meinen Vater außerdem nicht mehr sicher, in Südafrika zu bleiben. Es war die Schweiz, die uns friedlichen und sicheren Zufluchtsort bot, nachdem ich die ersten Jahre meines Lebens damit verbracht habe, mit meinen Eltern als Baby staatenlos um die Welt zu reisen, ohne wirklich ein Ziel zu haben. Diese ganze frühen Schweizer Erinnerungen verbinde ich zuerst mit dem Berner Oberland, insbesondere mit Sahnen und mit Gstaad, dort, wo der Geiger Yehudi Menuhin seinem Sommerfestival hatte. In den folgenden 20 Jahren verbrachte ich jeden Sommer und jeden Winter im Sahnenland. Ich war buchstäblich im siebten Himmel und es war vor allem dort, wo ich zum ersten Mal den Klang von Zürich lauschte. Was meine ich damit? Natürlich das Zürcher Kammerorchester. In der Schweiz habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Musik überhaupt bewusst erlebt. Meine erste Begegnung mit Beethoven, Mozart, Vivaldi, der Geruch der Holzbänke in der Sahnenkirche, von wo aus ich stundenlang als Baby und später als Teenager die Proben von Yehudi Menuhin zuhören durfte. Aber vor allem der herrliche Klang des Zürcher Kammerorchesters unter Edmund de Stutz. Hier in der Schweiz habe ich zum ersten Mal die Internationalität der Musik gelebt. Ganz einfach, die Schweiz ist so tief in meine musikalische Genetik eingepflanzt, dass es keine Rolle spielt, wo ich mich gerade auf der Welt befinde. Wann immer ich Musik spiele oder höre, habe ich das Gefühl, dass ein Teil von mir wieder in der Schweiz ist. Heute Abend bin ich aber hier, um über Musik und ihre Grenzen zu sprechen. Dazu möchte ich mit einer kleinen Geschichte beginnen, die Bettine von Arnim überbracht hat. Knapp 100 Kilometer nordwestlich von Prag liegt das kleine Städtchen Teplitz. Im Juli 1812 fieberte dort Ludwig van Beethoven der Ankunft Johann Wolfgang von Goethes entgegen.
Gemeinsam verabredeten sie sich zu einem Spaziergang. »Seht doch, mein lieber Beethoven«, sagte Goethe, »dort kommt uns die Kaiserin mit ihrem Gefolge entgegen. Lasst uns beiseite treten.« Beethoven war not amused. »Bleibt nur in meinem Arm hängen. Sie müssen uns Platz machen, wir nicht.« Goethe war nicht der Meinung und ihm wurde die Sache sehr unangenehm. Er machte sich aus Beethovens Arm los und stellte sich mit abgezogenem Hut an die Seite, während Beethoven mit unterschlagenen Armen mitten zwischen den hohen Damen und Herren energisch durchging. Möglicherweise ist diese Geschichte nur erfunden, aber sie trifft den Kern. Denn das lang ersehnte Treffen der beiden Titanen, die sich künstlerisch so schätzten, wird menschlich zur Enttäuschung. Der vornehme Geheimrat Goethe ist entsetzt vom flegelhaften Benehmen Beethovens, der sich nicht um gesellschaftliche Umgangsformen schert. Beethoven hingegen äußert sich abfällig über Goethes hofmännisches Wesen. Goethe behagt die Hofluft zu sehr, mehr als es einem Dichter ziemt. Es ist nicht viel mehr über die Lächerlichkeiten der Virtuosen hier zu reden, wenn Dichter, die als die ersten Lehrer der Nation angesehen sein sollten, über diesem Schimmer alles andere vergessen können. Und hier ahnen wir bereits die Grenzen des unabhängigen Künstlers gegenüber der Gesellschaft. Hatte Beethoven recht, für seine Kunst gegen der Aristokratie einzutreten? Oder hat er sich nur selbst aufgeblasen? Der Diener der Musik, unfähig zu dienen? Wie sollte sich ein Künstler eigentlich verhalten? Vor allem in der heutigen Zeit. Vielleicht ist es sinnvoll, die Rolle des Künstlers in den letzten 300 Jahren ein wenig zu untersuchen. Ich selbst vertrete die klassische Musik und habe mir längst angewöhnt, einheitlich von klassischer Musik zu sprechen, so wie Engländer von Classical Music oder die Franzosen von Musique Classique sprechen. Aber korrekt ist es streng genommen nicht. Dass sich dieser Sammelbegriff eingebürgert hat, hängt vermutlich mit den erheblichen Veränderungen in der Musikwelt Anfang des 20. Jahrhunderts zusammen. Damals begann die große Zeit der Unterhaltungsmusik und des Jazz, gegen die sich die Musik, die im Konzertsaal und in die Oper zu Hause war, behaupten und abgrenzen wollte oder musste. Der Strom der Musik hatte sich geteilt. Hier die in Jahrhunderten gewachsenen Klänge der alten Meister und ihre neuzeitlichen Nachfolger, dort die ganz neuen Melodien und Rhythmen des Entertainments. Entertainment ist ein englisches Wort für Unterhaltung. Auf Französisch heißt sich unterhalten vergnügen, entretenir oder auch amuser. Von letzterem stammt auch unser deutsches Wort amusement ab, denn der Franzose kennt natürlich kein Ü. Wichtig wurden diese Fragen vor allem für die Schallplattenindustrie, die ihre Kundschaft, die Orientierung und damit die Kaufentscheidung erleichtern wollte. Dass sie die Kreationen der leichten Muse unter der Rubrik populäre Musik oder kurz Popmusik laufen ließ, verstand sich angesichts des Millionenpublikums, das dafür empfänglich war, von selbst. Für die Oper und die als ernst oder seriös bezeichnete Instrumentalmusik, die weitaus weniger Interesse fand, griff sie auf jenen Oberbegriff zurück, der erstmals 1863 im Oxford Dictionary aufgetaucht war, Classical Music. Diese Terminologie hat zwar den Vorteil, dass jeder weiß, was gemeint ist, aber sie bleibt notgedrungen unscharf. Exakte Abgrenzungen lässt sich ebenso wenig zu wie die in Deutschland erfundene Unterscheidung in E- und U-Musik. Aber schon der komponierende Leopold Mozart, Vater des großen Wolfgang Amadeus, hatte seinem Sohn frühzeitig eingeschärft, worauf es seiner Meinung nach in der Musik ankommt. Ich empfehle dir, lieber Wolfgang, bei deiner Arbeit nicht einzig und allein für das musikalische, sondern auch für das unmusikalische Publikum zu denken.
Du weißt, es sind 100 Unwissende gegen 10 wissende Kenner. Vergiss also niemals das sogenannte Populäre, das auch die langen Ohren kitzelt. Und Mozart ist wahrscheinlich immer noch der meistgespielte klassische Komponist der Welt. Würde er Tantiemen nach heutigen Regeln beziehen, gehörte er vermutlich zu den reichsten Männern auf dem ganzen Globus. Aber gestorben ist er komplett verarmt, der seine Witwe nur einen Haufen Schulden hinterließ. So jedenfalls ist immer wieder dargestellt worden. Aber auch das ist eine Legende, wie man inzwischen weiß. Mozart hat vor allem eines gezeigt: Haltung. Er arbeitete auf eigene Rechnung und musste zusehen, dass er lohnende Aufträge erhielt. Mozart wollte frei sein. Partout wollte er sich nicht bei den Aristokraten anbiedern oder sich bei den Hofschranzen Liebkind machen. Stattdessen legte er den Grundstein für die Idee des freischaffenden Komponisten und Musikers und war damit seiner Zeit weit voraus. Jahrhundertelang haben Musiker und Künstler zwischen Hunger und Ruhm, Obskurität und Exzess gekämpft. Die uralte Frage, für wen trifft man eigentlich auf? Um diese Frage zu beantworten, ist es vielleicht sinnvoll, die Art und Weise zu untersuchen, in der Musik nicht nur aufgeführt, sondern auch rezipiert wurde. 1637 eröffnete Venedig sein erstes öffentliches Opernhaus, das Teatro di San Cassiano. Die Popularität der Oper im 17. Jahrhundert machte sie zu einer der wohlhabendsten Formen der musikalischen Unterhaltung. Aber in Venedig gab es nur wenige Orte, an denen sich Adel und Landbevölkerung mischen konnten. Es ist wahrscheinlich, dass die Prominenten die Oper besuchten, um den Unterschichten ihre Hingabe an die Kunst zu zeigen. Die Popularität der Oper lag aber weniger an der Musik. Offensichtlich war die Oper eher ein gesellschaftliches Ereignis, das den ganzen Abend dauerte, mit Essen, Trinken, Lachen, Flirten und gelegentlich auch Musik. Mit Haydn, Mozart und Beethoven begann dann ab dem 18. Jahrhundert eine neue Zeitrechnung in der Musik. Und dies in einem Moment der Geschichte, der auch sonst von gewaltigen Umwälzungen geprägt war. Die Epoche des Absolutismus und der unumschränkten Fürstherrschaft ging dem Ende zu. Und überall in Europa setzte, angetrieben vom Geist der Aufklärung, ein neues Denken ein, das die alten Verhältnisse in Frage stellten. Philosophen, Wissenschaftler und Künstler verlangten nach religiöser Toleranz und Gleichheit vor dem Gesetz, drängten auf Beschneidung der monarchistischen Macht durch Verfassungen und propagierten die Trennung von Kirche und Staat. Forderungen, die bekanntermaßen in Frankreich zur Revolution von 1789 führten und in Österreich weniger einschneidend zu den Reformen unter Kaiser Joseph II. Kennzeichnend für die Veränderung, die sich im Musikleben des 19. Jahrhunderts abspielten, war, dass die Musik mehr und mehr zur Sache des Bürgertums wurde, dass sich zumindest teilweise emanzipiert hatte und Stolz und Selbstbewusstsein durch die Gründung von Orchestern und den Bau von Konzerthäusern demonstrierte. Die Komponisten haben selbstverständlich um die besondere Wirkung von, sagen wir, laut und leise gewusst und den Kontrast dementsprechend zielgerichtet in ihren Werken verwendet. Manchmal, wenn sie an ihr gelegentlich leicht schläfriges Publikum dachten, auch mit fröhlich hinterhältigem Humor. Das berühmteste Beispiel hat Joseph Haydn im langsamen Satz seiner Paukenschlag-Symphonie geliefert. Er lässt zuerst das Orchester leise und leise werden. Und dann plötzlich knallt die Pauke mit ihrem Fortissimo-Schlag in die Stille. Man könnte sagen, mit Schiller, die alten Meister kratten ihren Pappenheimer. Das Konzertpublikum zu Haydns Zeit war zwar musikbegeistert und zumindest zu einem großen Teil auch ziemlich sachverständig, doch hochkonzentriert bei der Sache waren die Leute längst nicht immer. Selbst von Goethe,
der wahrhaftig ein großer Musikliebhaber war, wird erzählt, dass er sich 1812 während eines Hofkonzerts in Weimar lautstark mit einem adligen Dame unterhielt, während Karl Maria von Weber am Flügel versuchte, händeringend zu fantasieren. Das erinnert an das Bekenntnis von Oscar Wilde in seinem 1890 veröffentlichten Roman »Das Bildnis des Dorian Gray«. Ich liebe Richard Wagners Musik mehr als die irgendeines anderen Komponisten. Sie ist so laut, dass man die ganze Zeit reden kann, ohne dass die anderen Leute hören, was man überhaupt sagt. Aber auch Anfang des 19. Jahrhunderts hätte der Spötter Wilde seine Konversation bei anderer Musik nicht einschränken müssen. Dass man im Konzert lautstark miteinander sprach, rauchte, trank und Karten spielte, war völlig normal. In Paris saßen die Herren gerne mit dem Rücken zum Podium, damit sie die Damen besser in die Augen sehen und mit ihnen flirten konnten. Von den Musikern ließen sie sich bei ihren angeregten Sprechen nicht stören. Wenn man es positiv ausdrücken will, nahm das Publikum Konzerte besonders locker, als Amüsement oder als gesellschaftliches Ereignis, bei dem man interessante Leute traf und die Damen ihre eleganten Kleider spazieren führen konnten. Erst ganz allmählich setzte so etwas wie Disziplinierung der Zuhörerschaft ein. In anständiger Kleidung zu erscheinen, den Darbietungen mit Aufmerksamkeit und Anteil bitte zu folgen und selbst leises Plaudern sofort zu unterlassen, wurde mehr und mehr als Regeln zum festen Norm. Die Musik emanzipierte sich, war nicht mehr Neben, sondern Hauptsache, die Anspruch darauf hatte, dass man ihr Respekt erwies. Zurück zu heute. Ich werde manchmal gefragt, was ist Unterhaltung? Meines Erachtens ist es jede Handlung, Veranstaltung oder Aktivität, um das Interesse eines Publikums hervorzurufen. Unterhaltung bietet Freude, persönliche Zufriedenheit und gute Laune. Unter bestimmten Umständen und Kontexten hat Unterhaltung einen ernsthaften Zweck, wie im Fall von Feiern, religiösen Festlichkeiten oder vielleicht Satiren. Daher besteht die Möglichkeit, dass Unterhaltung, die auch als Unterhaltung erscheint, auch eine Form kultureller und intellektueller Entwicklung darstellen kann. Und nun dies alles jetzt wissend, wie hört man Musik denn richtig zu? Ich erinnere mich gut an den jungen Mann, der nach einem Konzert auf mich zugekommen ist. Er hieß Valentin und hatte sich etwas schüchtern vorgestellt und mir dann seine Geschichte erzählt. Von einem Erlebnis, das ihn auf eine fast traumatische Wirkung gehabt zu haben schien. Es ging um seine erste Live-Begegnung mit der italienischen Symphonie von Felix Mendelssohn Bartholdy. Valentin hatte sich auf die Symphonie gefreut, allein schon, weil er ihre ersten Takte aus einem Werbespot kannte und sich auf Anhieb in sie verliebt hatte. Nun saß er auf seinem Platz im Parkett, hörte die strahlende, sonnendurchflutete Musik, voller Schwung und jugendlichem Temperament, fühlte sich in seinem Italienurlaub im vorigen Jahr zurückversetzt, dachte an Tavernen und Weinfelder und war ganz einfach hingerissen. Doch dann passierte es. Der letzte Akkord des ersten Satzes war kaum verklungen, als Valentin aufsprang und begeistert in die Hände klatschte. Beinahe hätte er noch ein lautes Bravo in den Saal gerufen, doch das blieb ihm im Halse stecken. Er war der Einzige, der klatschte. Niemand sonst. Außer wütendem Zischen, nur eisiges Schweigen um ihm herum und von allen Seiten missbilligende Blicke. Valentin sank auf seinen Stuhl zurück und wagte kaum noch aufzublicken. So enthusiastisch er am Anfang war, so verunsichert war er jetzt. Und auch als er mir seine Geschichte erzählte, machte er auf mich immer noch den Eindruck von jemandem, der die Welt nicht mehr verstand. Was er denn verbrochen habe, fragte er mich. Wieso habe er sich falsch verhalten? Er habe doch nur ganz spontan und aus ehrlichem Herzen
Seine Bewunderung für die herrliche Musik von Mendelssohn und das wunderbare Spiel des Orchesters zeigen wollen. Beifall sei doch das Brot der Künstler, und sie hätten ein Recht zu erfahren, ob sie ihr Publikum glücklich gemacht haben. Da hatte jemand seine Liebe zur klassischen Musik gerade entdeckt und erlebte so einen Dämpfer, nur weil ein ungeschriebenes Gesetz befiehlt, dass man angeblich erst am Ende eine Symphonie klatschen darf und nicht schon nach dem Anfangssatz. Ich kann nur sagen, bei Konzerten beispielsweise in Italien und anderswo auch, habe ich häufig Beifall schon gleich nach dem ersten Satz erhalten, und es war jedes Mal ein schönes Gefühl. Applaus ist nämlich das schönste Geräusch nach der Musik. Die Italiener gehen freigebig damit um, vorausgesetzt, sie sind überzeugt davon, dass es jemand wirklich verdient. Wenn ihnen etwas gefallen hat, applaudieren sie, egal ob noch ein paar Sätze folgen oder nicht. Sogar bei Beerdigungen wird geklatscht. Hat der Mensch, der zu Grabe getragen wird, nach dem Urteil der Trauergäste Großes geleistet, erhält er Beifall auf seinem letzten Weg. Das südliche Temperament äußert sich allerdings auch im umgekehrten Fall ganz direkt und unmissverständlich. Versager werden gnadenlos ausgebuht. Was für das Publikum im Süden ganz normal ist, gilt im Norden vielfach als grobe Stillosigkeit, wenn nicht gar als Zeichen von Dummheit. Deutsche Konzerttraditionen sehen Beifall nach einzelnen Sätzen nicht vor, erst ganz am Ende darf geklatscht werden. Und hält sich jemand nicht daran, kann es ihm gehen wie dem jungen Valentin bei Mendelssohns Musik. Doch ob sich die strengen Bräuche für alle Zukunft halten werden, scheint mir fraglich zu sein. Immer häufiger spüre ich beim Zuhören, wie bei Musikerkollegen, große Sympathie für das, nennen wir es, südländische Vorbild. Nicht etwa, dass es bei klassischen Konzerten zugehen muss wie eine Jam-Session im Jazz, wo nach einem gelungenen Solo sogar mitten in die Musik hineingeklatscht wird. Aber etwas spontaner und weniger steif könnte die Atmosphäre bei uns durchaus werden. Fragt man, warum unmittelbare Reaktionen wie in Italien in deutschsprachigen Konzertsälen so lange verpönt waren, kommt man schnell auf die Disziplinierungsversuche im 19. Jahrhundert zurück. Angesichts der lockeren Sitten, die damals bei der Aufführung von Musik herrschten, waren die Bemühungen um geordnete Verhältnisse sicher angebracht. Allerdings ging man weiter, nötig und verständlich. Noch 1910 wurde bei Quartettabenden in Berlin die Beifallsunterhaltung zwischen den einzelnen Sätzen ausdrücklich angemahnt. Und selbst 1940 wurde auf Programmzetteln der Berliner Singakademie gebeten, die Werke nicht durch Beifall zu unterbrechen. Begründet wurde die geforderte Applaus-Askese vor allem mit zwei Argumenten. Zum einen sei das aus mehreren Teilen bestehende Werk als Einheit zu betrachten, die keinesfalls durch Klatschen zerrissen werden dürfe. Zum anderen würden die ausführenden Musiker durch Beifallspausen aus ihrem künstlerischen Konzept gebracht. Da ist interessant, einer der größten Pianisten des 20. Jahrhunderts, nämlich Arthur Rubinstein, als Zeugen zu hören. In seinen 1973 veröffentlichten Erinnerungen beschreibt er einen Klavierabend, den er als 17-Jähriger in Paris gab. Das französische Publikum von 1904 reagierte ganz anders als das heutige. Damals belohnte Beifall mitten im Stück eine gelungene Passage. Man rief »Bravo, charmant, quel artiste!« Es kam vor, dass der Künstler eine Sonate zwischen den Sätzen abbrach und sich durch Verbeugung für den Beifall bedankte. Was mich, ich will es nur gestehen, nicht störte, im Gegenteil, ich habe es geliebt. Und wenn wir zeitlich noch weiter zurückgehen und nachlesen, wie es 1824 bei der Uraufführung von Beethovens 9. zugegangen ist, könnten Konzertsaalpuristen vor Schreck erstarren. Nach jedem Satz tosender Beifall, manchmal sogar 20 Minuten lang. Den der taube Komponist allerdings nur sehen und nicht hören konnte.
Im Scherzo Riesenjubel und Taschentücher winken, gleich nach den Donnerschlägen der Pauken, mitten im Satz, der dann auch noch zweimal wiederholt wurde. Dass Beethoven Anstoß genommen hätte, ist nicht bekannt. Entgeistert war er nur über die lächerlich niedrigen Einnahmen aus dem Kartenverkauf. Als jemand, der in London aufgewachsen ist und sowohl am Royal College als auch an der Royal Academy of Music studiert hat, war es für uns Studenten vollkommen normal, häufig vor Mitgliedern der königlichen Familie Großbritanniens aufzutreten. Die Frage, wann man klatschen sollte, war für die Royals interessanterweise nie ein Thema. Denn wann immer sie klatschten, ist der richtige Moment. Und alle anderen haben zu folgen. Noch interessanter war es, mit ihnen über klassische Musik zu sprechen. Einmal bin ich in der Westminster Abbey aufgetreten, eine sehr beeindruckende Kathedrale, die aber nicht gerade für ihre ideale Akustik bekannt ist. Nach meinem Auftritt war Ihr Majestät die Königin an der Reihe. Gott hab sie selig. »Es ist eine schöne Akustik, nicht wahr?« sagte sie fröhlich zu mir. Ich verneigte mich tief und antwortete, »Yes, ma'am.« Direkt hinter ihr folgte Prinz Charles, inzwischen König Charles. »Eine scheußliche Akustik, nicht wahr?« fragte er mich. Wieder verneigte ich den Kopf und sagte, »Yes, sir.« Aber es gibt dann natürlich auch ganz andere Momente, in denen wir zu Akteuren aufgefordert sind, in denen uns Umstände herausfordern, wirklich Haltung zu bekennen. Vielleicht so wie damals Beethoven oder Mozart. Es ist Yehudi Menuhins Engagement für Frieden auf der Welt sowie für die Überlebenden des Holocaust zu verdanken, dass er nicht nur als genialer Musiker, sondern auch als Humanist sondergleichen in Erinnerung bleiben wird. Freiheit ist nicht Freiheit zu tun, was man will. Sie ist die Verantwortung, das zu tun, was man tun muss, sagte er. Der Schauspieler Armin Müller-Stahl erinnerte sich in einem Interview, wie er 1946 im Berliner Titania-Palast Yehudi Menuhin die Chaconne von Johann Sebastian Bach spielen hörte. Wie Menuhin das Spiel plötzlich unterbrach, einen Zettel aus der Tasche holte und den Brief einer Jüdin vorlas, die den Deutschen die Hand zur Versöhnung anbot. Danach hatte die Musik eine andere Bedeutung. Es gab plötzlich eine Brücke des Verstehens, so Armin Müller-Stahl. Yehudi Menuhin war 1946 der erste jüdische Künstler, der nach der Zerschlagung der Nazi-Diktatur wieder in Deutschland auftrat. Vor allem habe Menuhin mit seinen musikalischen Projekten ungeahnte Begegnungen ermöglicht. Ich auch, meine Damen und Herren, hatte eine ungeahnte Begegnung vor etwa 7 Jahren, und zwar mit Odessa. Seither bin ich jedes Jahr dort aufgetreten. Odessa ist eine Art Mekka für Geiger, was zunächst dem ukrainischen Geigenpädagogen Piotr Stoliarski zu verdanken ist. Stoliarskis Name steht für die besondere Methode der professionellen musikalischen Ausbildung von begabten Kindern. Im Jahr 1933 gründete er die legendäre Stoliarski Musikschule in Odessa, an der noch heute gelehrt wird. Das Odessa Classics Festival wurde von meinem Freund, dem ukrainischen Pianisten Alexei Botvinov, gegründet. Durch ihn habe ich Odessa, sein reiches kulturelles Erbe und seine musikbegeisterten Menschen kennen und lieben gelernt. Alexei Botvinov und ich hatten vor, im März 2022 in Kiew zu sein, um mit dem Komponisten Valentin Silvestrov zu arbeiten und ein Album mit seiner Musik aufzunehmen. Kurz vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine konnte Alexei Botvinov mit einem Teil seiner Familie fliehen. Und wieder war es die Schweiz, die ihn aufnahm.
ihm Unterschlupf gewährte und wo er glücklich und stolz ist, immer noch zu sein. Gemeinsam organisierten wir in kürzester Zeit im Fernsehen übertragene Benefizkonzerte für die Ukraine, in der Frauenkirche in Dresden, aber auch in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Kurz vor dem Berliner Konzert gelang es dem inzwischen 85-jährigen Komponisten Valentin Silvestrov aus Kiew zu entkommen und sich zu Fuß über die Grenze in Sicherheit zu bringen. Ihn an dem Abend bei uns zu haben, war besonders bewegend, gerade an einen so symbolträchtigen Ort, der wie kaum ein anderer in Deutschland für Frieden und Erinnerung steht. Silvestrov stand spontan auf am Ende des Konzertes und hielt eine wutentbrannte, leidenschaftliche Rede. Man hörte, wie die Menschen um Fassung rangen bei manchem, was er sagte. Ihre Anspannung war greifbar. Und dann legte Silvestrov plötzlich das Mikrofon zur Seite, ging zum Klavier, setzte sich daran und sagte, er werde ein Stück spielen, das ihm auf seine Flucht aus der Ukraine in den Kopf gekommen sei. Was für eine Schönheit plötzlich gegenwärtig war, fast wie ein Strauß von Klängen, und das direkt nach diesen zornigen Worten. Für mich sagte das viel über ihn aus. Danach waren wir umso mehr entschlossen, Silvestrovs Musik so bald wie möglich aufzunehmen, was uns kurz danach gelungen ist. Dies ist unser Versuch, mit ukrainischer Musik oder die ukrainische Musik am Leben zu erhalten. Ferner gibt es noch viele, viele andere Werke, die es verdienen, gehört zu werden. Besonders jetzt. Der Pianist Friedrich Gulte sagte einmal, das Elend dieser Welt abzubilden, ist nicht genug. Man muss sich auch bemühen, einen Ausweg zu finden. Dieser Satz könnte aber auch von Beethoven stammen. Es führt kein Weg dran vorbei, meine Damen und Herren, auch wenn sich wohl nie restlos klären lassen wird, warum Katastrophen, ob klein oder groß, faszinieren. Die kleineren Pannen kommen täglich vor in allen Bereichen. Zum Beispiel, wenn während der Tagesschau der Teleprompter ausfällt und der Sprecher heillos ins Stammeln gerät. Oder wenn ein Politiker am demonstrativen Verlassen des Saals gehindert wird, weil die Türen verschlossen sind. Aber auch anderen Pannen passieren, vor allem im Konzertsaal. Manchmal ist es die berühmte höhere Gewalt, die eine Aufführung beeinträchtigt oder sogar komplett verhindert. Auf der Bühne ist der Skala der Möglichkeiten schier unendlich. Einem Dirigenten kann beim Fortissimo-Einsatz der Taktstock aus der Hand fliegen oder die Spitze davon landete, wie im Fall von Sir Georg Scholti, sogar im Kopf des blutüberströmenden Meisters. Die Sängerin kann das Dekolleté verrutschen oder dem Liebespaar in Aida beim letzten Duett die Pappmaché-Pyramide auf den Kopf fallen. Kurzum, auf die Bühne leben wir gefährlich. Häufigster Störfaktor ist, allen Bitten und Mahnungen zum Trotz, das Klingen von Mobiltelefonen. Neulich gab ich ein Konzert in Brüssel und beim letzten Stück hörte ich aus dem Saal das sogenannte Skype-Geräusch. Das heißt, jemand aus dem Publikum bekam einen Anruf. Als nächstes ging die Dame allerdings ran und fing an, über Lautsprecher ihre Konversation fortzusetzen. Ich machte in dem Moment die Augen auf und hörte nur, wie sie sagte, ja, ja, er spielt noch. Als nächstes hielt sie dann ihr Tablet hoch Richtung Bühne und ich konnte ihrem Gesprächspartner auch noch fast in die Augen schauen, die mir auch noch freundlich zuwinkte. Einen Pianisten hat mir wiederum mal erzählt, wie er eine Aufführung von Beethovens drittes Klavierkonzert abbrechen musste, bei dessen Anfang ihm der Flügel davonfuhr, weil die Rollen nicht arretiert waren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie sehen,
es kann auf der Bühne buchstäblich alles passieren. Und da wir bisher heute Abend glücklicherweise noch alle heil geblieben sind, beende ich lieber meinen Vortrag jetzt, bevor es zu spät ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben nun die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen oder Kommentare abzugeben. Ich wärme vielleicht etwas auf und fange an, wenn ich darf. Seit Generationen spielen Musiker immer wieder die gleichen Stücke. Werden wir da besser über die Generationen? Oder versucht einfach jeder immer wieder quasi an den Vorgänger anzuschließen? Wie ist das eigentlich? Genügt es nicht, dass man manchmal eine Version hat, sondern braucht man immer wieder eine neue Version? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich finde das Erstaunliche an die klassische Musik, gerade wenn man von diesen großen Komponisten oder Komponistinnen spricht, ist, dass sie sich immer neu erfinden. Wir arbeiten gerade mit dem Psychokammerorchester mit Werke von Mozart und Mendelssohn. Und gerade bei dem Mozart dachte ich, ich kenne dieses Stück. Und dann begegnet man Mozart in einer Probe oder im Konzert und man hört etwas und man hört es zum ersten Mal. Und dann musst du eigentlich zurückgehen zum Ursprung und zugeben, dass du das Stück eigentlich gar nicht kennst. Das ist das Erstaunliche an dieser Musik, ist die Vitalität, die da drin steckt. Obwohl es 5, 10, 300, 500 Jahre alt ist. Wenn man gewisse klassische Künstlerinnen und Künstler sieht, gerade sagen wir die Pianisten, wir haben von Rubinstein gehört, aber es gibt viele andere Beispiele, die spielen bis in hohem Alter, bis sie 90, 95, 100 sind manchmal. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass diese Musik eine Art Jungbrunnen ist, weil die Auseinandersetzung dafür einen hoffentlich jung hält. Also bei mir ist es so, wir spielen für das Publikum und wir spielen für den Komponist. Weil was wir tun, ist, wir geben die Ideen und die Gedanken von einem Komponist oder Komponistin weiter. Deshalb, wir spielen für sie eigentlich. Weil die Gedanken, die in der Partitur stehen, die sprechen nur zu einem Musiker, nicht zu jemand, der die Musik nicht lesen kann. Und wir müssen diese Töne und diese Gedanken und diese Ideen übersetzen in eine Sprache, die jeder versteht. Und deshalb sind wir ein Medium eigentlich zwischen einem Komponist und einem Publikum. Ich kann nicht sagen, dass ich für mich spiele, aber ich genieße es natürlich zu spielen und ich genieße den Kontakt zu dem Publikum zu haben. Ich genieße eine Unterhaltung zu haben, um wieder bei dem Wort zu sein. Wir sind unter der Haltung. Und wir sind abhängig von einem Dialog in einem Saal. Und das merkst du, wenn du auf die Bühne kommst, du merkst, wie die Energie im Saal ist. Und wenn du anfängst zu spielen, merkst du es erst recht. Sie haben von der Internationalität der Musik gesprochen. Merkt man ein Stück immer an, aus welchem Land der Komponist stammt? Gibt es so irgendwie wie länderspezifische Musik? Gibt es, aber nicht immer. Also gerade Mendelssohns Streichersymphonie, Schweizer Symphonie, wie man das nennt, gibt es eine Passage da drin, wo er die Schweizer Volksmusik zitiert.
Und sofort ist man in den Bergen mit den Kühen und mit den Alphörnern. Aber drumherum ist das alles andere als Schweizer Musik. Und das ist von einem 12-jährigen deutschen Junge komponiert. Es gibt gewisse Musik, wie der französische Impressionisten, ein Ravel, ein Debussy, wo man ganz oft sozusagen Elementen hat und man kann sich das schon denken. Aber dann gibt es verblüffende Beispiele von Menschen, die komponieren können, als wären sie genau in dem Land geboren. Und das ist wiederum das Schöne an der Internationalität der Musik. Man weiß es nicht. Gerade wie es nicht der Fall ist und sicher nicht mehr der Fall ist, wenn man zum Beispiel über die hervorragende asiatische Musikerinnen und Musiker, früher war das Klischee, die können nicht in Anführungszeichen unsere Musik spielen, was auch immer das ist. Und das ist längst vorbei. Wir haben hervorragende Musikerinnen und Musiker aus allen Ecken der Welt und die interpretieren unsere Musik hervorragend. Erlocken, kann man da Reggae spielen als Weißer zum Beispiel und so? Ja, das Gleiche ist bei dem Jazz der Fall. Und ich habe einige Jazz-Künstler, habe ich mit denen gespielt und ich selber hatte manchmal eine Hemmung. Schaffe ich das überhaupt, in ihre Musik zu kommen? Die beste Musikerinnen und Musiker sagen, come in, the world is fine, jump in. Und das ist das Schöne eigentlich. Weil ich habe immer geglaubt, dass wir Musiker verwandt sind. Nicht definiert über die Musikrichtung, wo wir herkommen, sondern über die Kommunikation. Und Musik ist eine der mächtigsten Mittel der Kommunikation. Und deshalb, wenn du bereit bist, deine Ohren so weit aufzumachen wie möglich, dann ist das die wichtigste Verständigung, die du auch offerieren kannst, weil zuhören müssen wir als Menschen, nicht nur als Musiker, sondern vor allem als Menschen. Vielleicht noch eine Frage, bevor ich dich an Gensi einladen würde, einzuspringen. Was für Musik hören Sie privat? Hätten Sie auch Jazzmusiker werden können oder war das klar, dass es klassisch sein muss? Also ich habe eine große Vorliebe für verschiedene Musikrichtungen. Deshalb, ich habe jetzt gerade mit Volksmusiker gearbeitet, auch mit Jazzmusiker, mit Swingmusiker. Die klassische Musik ist die Musik, wo ich die größte Affinität spüre. Aber es wäre für mich nicht genug, nur die klassische Musik zu spielen, weil es so viel zu lernen gibt und die Kommunikation darüber hinaus bringt mich weiter als Musiker und auch als klassischer Musiker übrigens. Zum Beispiel 20 Jahre lang habe ich die indische Musik studiert, kennen und lieben gelernt. Und ich würde niemals behaupten, ich sei ein Experte mit indischer Musik, aber ich kenne mich gut genug aus, um gewisse Strukturen zu verstehen und mich eine Stunde lang frei zu improvisieren mit indischer Musiker auf der Bühne. Und wenn du das machst und du verstehst die rhythmische Komplexität deren Musik, gehst du mit Musik des 20. Jahrhunderts ganz anders um. Mit einem Olivier Messiaen oder mit einem Stockhausen oder mit zeitgenössischer Musik. Du siehst das ganz anders. Und da ist eine Lässigkeit in der indischen Musik, wenn du es mit solchen Musikern spielen darfst, die ist bewundernswert. Und ich glaube, wie gesagt, wir können nur davon profitieren. Zeitgenössische Musik ist ja nicht für alle so einfach zu verstehen. Oder? Das für uns auch nicht. Das kommt ganz darauf an. Wenn Sie morgen Lust haben, ein fantastisches Werk zu hören, eine Uraufführung, kommen Sie unbedingt in die Turnhalle. Weil es gibt ein Werk von David Bruce, einem englischen Komponist, der hat ein Auftragswerk für das Zürcher Kammerorchester geschrieben. Morgen ist die Aufführung und dieses Werk heißt Lully Loops. Und Lully war einer der wichtigsten französischen Musiker am Hof von Louis XIV. Er war jemand, der den Tanz in Europa eigentlich eingeführt hat als königliche Disziplin. Und David Bruce hat Fragmente von Lully aus dieser Zeit, aus dem 17. Jahrhundert genommen und sogenannte Looping gemacht. Looping heißt, wenn man gewisse
Ausschnitte nimmt und sie immer wiederholt, sie auseinander nimmt. Und er hat quasi ein digitales Werk geschaffen aus diesen alten Fragmenten aus der Zeit von Versailles. Und da ist eine Energie auf der Bühne entstanden, die sagenhaft ist. Und das sind zum Beispiel der Art von modernen Werken, wo ich einen Zugang habe und wo ich fühle, ich kann das gut vertreten. Und ich bin sehr gespannt, wie das Publikum darauf reagiert morgen Abend. Vielen Dank. Ich hoffe für Sie, dass es noch Karten gibt für morgen Abend. Nun, wem darf ich das Wort geben für eine Frage oder einen Kommentar, eine Bemerkung von Ihnen? Bitte sehr. Bitte sehr. Vielen Dank für einen wunderbaren Vortrag und Sie haben einen wunderbaren Namen, Hoffnung. Mein Name ist Daniel Stauffacher, ich bin von der ICT for Peace Foundation und als Sie das Wort eben Odessa und Ihre Konzerte in Odessa erwähnt haben, in diesem schrecklichen Krieg, sind mir eben so Konzerte wie in Sarajevo mit Brian Eno und Liveband mit Bob Geldof in den Sinn gekommen, wo eben Kunst und Politik zusammenkommen. Und mich würde interessieren, wie Sie die Rolle von Kunst und in der Politik sehen. Oder könnten zum Beispiel Konzerte in Odessa irgendwie etwas beitragen für Awareness Creation oder vielleicht auch für Frieden? Konzerte in Odessa direkt jetzt, oder? Zum Beispiel, ja, oder... Also im Moment sehe ich da keine Möglichkeit, weil es befindet sich natürlich in einem schrecklichen Krieg und wird bombardiert Tag und Nacht. Von daher, ich glaube, das ist im Moment ausgeschlossen. Wobei man sagen muss, die Ukrainerinnen und Ukrainer haben in diesen kurzen Pausen, wo nicht bombardiert waren, trotzdem haben sie zum Beispiel im Open House von Odessa fast jeden Tag eine Aufführung gehabt, wo dann plötzlich der Luftalarm losging und sie mussten es unterbrechen. Aber sie haben gesagt, das machen die weiter. Also da ist eine unfassbare Wille eigentlich, nicht aufzugeben und das als Zeichen zu benutzen, zumindest für die Menschen in der Ukraine. Wir haben es dann von unserer Seite aus versucht hier, indem wir diese Konzerte beispielsweise auf Arte gemacht haben und waren sicher, dass die auch in der Ukraine auch zu sehen war über das Internet, solange das Internet auch noch mitgemacht hat. Aber grundsätzlich, ich bin überzeugt davon, dass solche Konzerten, also wie Bob Geldof mit Live Aid gemacht hat, das gehören zu den wichtigsten Meilensteinen eigentlich der Verständigung, geschweige davon, was an Geld zusammengekommen ist damals, an dieses Kampf gegen die Armut. Und es sind viele Musikerinnen und Musiker, die aufstehen jetzt auch für Frieden und aufstehen für Ukraine. Und ich versuche, wo ich kann, da auch meine Unterstützung zu geben, weil ich finde, dass man eine Pflicht als Mensch das hat, nicht nur als Musiker. Ja, wer ist das Nächste? Okay. Also auch von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank für diesen fantastischen Vortrag. Ich werde vieles davon weiter erzählen und davon zehren. Eine Frage zu Ihrer Beobachtung der Disziplinierung des Publikums. Das haben Sie ja geschildert, 19. 20. Jahrhundert. Frage 1, hat das einen konfessionellen Aspekt auch? Das heißt also, die Protestanten, die Calvinisten, die sind also ähnlich, wie sie langweilige und schrecklich kahle Kirchen haben, auch eher zu disziplinieren, wenn sie Musik hören, und die Katholiken im Süden weniger. Auch in Paris sind es ja Katholiken, die da wahrscheinlich Beifall klatschen auf offener Szene. Zweite Frage, etwas ernsthafter. Spüren Sie etwas davon, dass Musik parallel zu diesen von Ihnen auch angesprochenen Prozessen der Aufklärung sozusagen Derivate der neuzeitlichen Säkularisierung ist? Das heißt, die Menschen glauben immer weniger, und neuerdings auch mit sehr guten Gründen.
und haben dann eben anderes. Sie haben die Kunst, in der bildenden Kunst, würde ich sagen, kann man das fast beweisen. Und in der Musik ist es doch vielleicht ähnlich. Man geht dann in ein Konzert sehr ehrfürchtig, dunkel gekleidet. Man klatscht eben nicht, sondern schweigt oder klatscht nur in ganz bestimmten Momenten. Und dann wäre jetzt der Umstand, dass man eben nicht mehr mit Krawatte und schwarzem Anzug ins Konzert geht und vielleicht sich doch etwas lockerer verhält, wieder ein Beweis der weiter fortschreitenden Entzauberung auch der Musik. Ist das so? Das sind viele Fragen. Also was Sie sagen mit der Säkularisierung, also das ist ein sehr interessanter Punkt. Nehmen wir Johann Sebastian Bach zum Beispiel, der jeden Sonntag eine Kantate komponiert hat und der natürlich als Lutheraner letztendlich sich immer zwischen den Fronten bewegen musste, wenn er Messen geschrieben hat oder wenn er gewisse Akkorden benutzt hat, die zum Beispiel als Provokation angesehen waren. Das ist aber übrigens der gleiche Johann Sebastian Bach, der schon zweimal im Gefängnis war, weil er dann nicht rechtzeitig sich abgemeldet hat von der Predigt. Also die Musiker, glaube ich, haben immer irgendwie koexistiert zwischen Staat und Kirche. Und ich glaube, dass das Konfessionelle, das Kirchliche sicherlich eine große Rolle gespielt hat. Aber es war auch der Anfang der Star-Kult, die das dann auch noch vorangetrieben hat. Franz Liszt zum Beispiel, Paganini, das sind sozusagen die ersten großen Stars, sagen wir, wo die Menschen gemerkt haben, da passiert was, was viel größer ist als unsere Welt. Und diese Stars haben das auch kultiviert, dass man ehrfürchtig sein sollte wie eine Kirche plötzlich. Erstaunlich ist, wenn man sieht, dass der katholische Kirche ein Großteil der schönste, lustigste Tanzmusik sofort verboten hat. Eine Sarabande zum Beispiel oder die frühesten Formen eines Rondos waren obszön. Die wurden sofort verboten. Nicht aber so bei den Protestanten. Also das war ein ständiges Auf und Ab. Und dann kamen aber die Komponisten Ende der Barockzeit wie Händel und Bach, die dann diese Form aufgegriffen haben und ihre eigene Version transportiert haben zum Publikum. Und auf diesem Moment wurden die Tänze akzeptiert. Das heißt, die Komponisten haben einen Weg gefunden, eigentlich mit illegales Material umzugehen, um das zu übersetzen in eine Sprache, die nicht nur für den Menschen, sondern für die Zensur und für den Staat akzeptiert war. Und das hat viel mit Aufklärung zu tun natürlich. Aber da kommt natürlich auch der Staat und die Zensur, die permanent dabei waren, die Libretti und die Texte von Opern zu kontrollieren und die Szenen zu streichen, die sozusagen zu radikal waren. Das war eine ständige Konfrontation mit Kirche und Staat. Und umso mehr finde ich es erstaunlich, wenn man weiß, was für Musik entstanden ist in dieser Zeit. Wie war die andere Frage? Katholisch oder calvinistisch in der Disziplinierung des Publikums? Oder protestantisch? Also im Süden klatscht man dazwischen, ist man katholisch und heiter, und im Norden ist man streng und lässt sich eher da überzeugen, still zu sein und die Kunst als etwas fast Heiliges zu verehren. Kann ich nicht wirklich wahrheitsgemäß antworten. Es ist nur das Gefühl, wenn man natürlich auch die Kirchenbilder beobachtet und dieses Gold und dieses Übermaß an Ausdruck gegenüber Calvinismus und die lutheranische Kirche im, sagen wir, Norden von Deutschland, könnte man nicht zwei bestehenden Welten haben. Und doch ist es so, dass die Italiener vor allem in der Musik die Barockmusik revolutioniert haben mit extravaganter Ausdrucksweise. Wobei, wenn man Richtung Bach und Buxtehude geht, ist es eine andere Extravaganz, aber es ist eine formelle und eine, die viel mehr in der Struktur ist. Also ich glaube schon, dass da grundlegend ein Unterschied ist zwischen den beiden.
Vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Sie können auch gut sprechen, nicht nur spielen. Mich würde sehr interessieren, in Ihrer Zusammenarbeit mit dem Zürcher Kammerorchester und anderen Orchestern, welche Rolle spielt die Internationalität dort? Weil es gibt durchaus bestimmt auch sehr gute Orchester auf der Welt, die nicht so international sind und andere, die es extrem sind. Wie ist das und kann Internationalität auch eine Grenze darstellen oder eine Hürde? Also das Zürcher Kammerorchester gibt es seit 1945 und Edmund de Stutz hat dieses Orchester gegründet als Schweizer Orchester natürlich mit Schweizer Identität. Und es gab eine Zeit, wo das die berühmteste Schweizer Orchester war überhaupt. 50er, 60er, 70er Jahre war das Orchester in der ganzen Welt unterwegs. Es gibt sogar Filme in der 50er Jahre, wenn sie in Amerika angekommen sind, wo die ganze Presse zum Flugplatz gekommen ist und die bejubelt haben. Also die waren die ersten Botschafter eigentlich, musikalische Botschafter der Schweiz im Ausland. Und das durch das fantastische Niveau natürlich vom Orchester, aber vor allem durch Edmund de Stutz, der das unbedingt machen wollte und verkörpern wollte. Ich bin jetzt der fünfte Musikdirektor in der Geschichte des Orchesters. Ich bin aber der erste Musikdirektor, der kein Dirigent ist. Im klassischen Sinn. Das heißt, ich stehe nicht vor dem Orchester als Dirigent mit einem Baton und gebe vor, sondern ich spiele mit ihnen. Ich bin Geiger und leite das Ensemble von der Geige aus. Also morgen Abend beispielsweise Symphonie, große Symphonie von Mozart, aber von der Geige aus geleitet. Das bedeutet, wir haben dadurch eine gewisse Flexibilität. Das ist auch einer der Gründe, weshalb die Organisation auch so erfolgreich ist und so stark. Weil durch diese Flexibilität haben wir die Mobilität und dadurch haben wir die Chance zu reisen. Da ich glücklicherweise gefragt bin in der ganzen Welt und überall spiele, versuche ich, wo ich kann, mit dem Zürcher Kammerorchester auf Tour zu gehen. Weil ich möchte, dass die Menschen dieses fantastische Ensemble hören und kennenlernen. Der einfachste Weg ist, in ein Studio zu gehen und eine Aufnahme zu machen. Und dann können die Leute gemütlich zu Hause sitzen und sich das anhören, aber müssen nicht sozusagen hinterherreisen. Der Pandemie hat uns natürlich gezeigt, dass auf der ganzen Welt große Änderungen gekommen sind, kommen werden. Die große Klimadebatte zeigt uns auch, dass es Änderungen kommen und kommen müssen. Trotzdem ist man als Musiker, zumindest geht es mir so, sehr gewollt, das, was man vorbereitet, das, was man zusammenbringt, an den Menschen zu bringen. Und ich bin persönlich sehr, sehr stolz, dass das solche Kammerorchester tatsächlich in die ganze Welt spielt, weil wir behalten unsere Swissness, wenn man so will, aber wir sind auch ein internationales Ensemble. Und dafür ist es grenzenlos eigentlich. Die Herausforderung kommt, kann man das rechtfertigen, kann man die Kosten rechtfertigen, kann man die das klimaschädliche Reisen unterstützen. Das sind viele, viele Faktoren. Und wir dürfen natürlich auch niemals Zürich vergessen. Wir sind das Zürcher Kammerorchester. Wir sind von der Stadt Zürich auch teilweise subventioniert. Wir haben einen ganz klaren Auftrag, hier auch educationmäßig Hunderte von Kinderkonzerten zu geben, Familienkonzerte, eine Präsenz hier zu zeigen. Das heißt also, für alle Ensembles eigentlich ist im Moment eine sehr spannende Zeit zu überlegen, wie wollen sie in Zukunft existieren, wie können sie existieren. Aber dass man es sozusagen eins zu eins weitermacht, wie es immer war, ist nicht mehr an der Tagesordnung. Guten Abend. Guten Abend. Vielen Dank auch von meiner Seite für Ihren Vortrag. Ich wollte Sie fragen, eine ganz allgemeine Frage, jetzt nicht nur in Bezug auf die klassische Musik, sondern die Musik generell. Sie haben ja von diesem Aufeinandertreffen von Mozart und Beethoven berichtet und von Beethovens Weigerung, sich gewissen Gesellschaftsformen zu fügen. Und mich nimmt es Wunder, was Ihre Meinung ist. In der Musik gibt es ja immer die Diskussion, wie weit ein Musiker gehen darf in seiner Art und in Bezug auf den Inhalt. Es gibt gewisse Stimmen, die sagen, Musik ist eine Ausdrucksform, die sich nicht irgendwie einschränken lassen darf. Und andere Stimmen sagen, es gibt gewisse Restriktionen, beispielsweise die Verwendung gewisser Wörter oder auch die Kundgebung der politischen Ansicht. Und mich nimmt es Wunder,
was Sie finden, gibt es gewisse Grenzen in der Ausdrucksform und im Inhalt der Musik? Oder finden Sie, der Musiker darf da nicht eingeschränkt werden? Eine sehr, sehr spannende Frage. Und aus meiner Sicht nicht ganz einfach zu beantworten. Für mich gibt es keine Grenzen in der Musik. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich finde, ein Künstler, wir reden jetzt von dem musikalischen Ausdruck, also ein Instrumentalist, ein Sänger, jemand, der die Musik nutzt, sozusagen, um zu kommunizieren. Für mich persönlich gibt es keine Grenzen. Und die Künstlerinnen und Künstler, die mich am meisten faszinieren, sind die tatsächlich andere Wege gehen. Und das gibt es viele in vieler Hinsicht, in der klassischen Musik, aber auch natürlich im Pop-Bereich, in Jazz, in Fado, Flamenco, alles Mögliche. Sie haben Worte erwähnt. Also gibt es Grenzen und Worte und sowas. Ich finde, es gibt Grenzen des Geschmacks. Aber Geschmack ist natürlich sehr persönlich. Und ich finde, Musik sollte nicht beleidigen. Oder musikalische Darstellung sollte nicht beleidigen. Aufrütteln, ja. Zum Nachdenken bringen, absolut. Zu provozieren, 100%. Aber wir wissen nicht natürlich, wie weit man tatsächlich gehen kann, bis man manchmal die Grenzen gesprengt hat. Das haben viele Künstlerinnen und Künstler gemacht, nicht nur Musiker, wenn man denkt an die darstellende Kunst. Aber das war ähnlich in der klassischen zeitgenössischen Musik in der 50er und 60er Jahre. Es gab eine Reaktion gegen das, was es mal gab, genauso wie in der Architektur. Und es war Pierre Boulez, der sagte, man sollte in der 60er Jahre eigentlich die ganzen Opernhäuser in die Luft sprengen, weil wir weg mit dem alten Zeug, weg damit. Und auch das ist natürlich ein vielleicht berechtigter Einwand. Aber für mich persönlich gelten trotzdem die Regeln der Menschlichkeit und des Anstandes. Und das ist eine persönliche Entscheidung, dass jeder Mensch im Prinzip für sich treffen und ausüben oder nicht ausüben kann. Wir hoffen, dass morgen die Tonhalle noch da ist und jetzt ist sie nicht gesprengt worden. Also zu dieser Geschichte mit Pierre Boulez. Kurz nach dem 11. September war Pierre Boulez in Basel, und zwar in dem Hotel Trois Königen, das berühmte Hotel. Und um 5 Uhr morgens stürmte die Geheimpolizei sein Zimmer und haben ihn verhaftet. Pierre Boulez zu der Zeit nicht nur einer der berühmtesten Dirigenten der Welt, aber um die 80 Jahre alt. Und er hat sich herausgestellt, dass genau dieses Zitat, was er gesagt hat, in 1900 irgendwas 63, dass das irgendwie im Lauf dieser Untersuchung, was gleich nach dem 11. September im Antiterrorismusbereich stattgefunden hat, irgendwie ein Red Flag dargestellt hat. Und plötzlich hat man gesehen, Pierre Boulez, die hatten dieses Hotel und die haben den Hotel gestürmt. Es hat sich natürlich im Nachhinein entpuppt als furchtbarer Incident, und der Kommissar der Polizei in Basel musste sich dann auch noch entschuldigen, öffentlich bei Pierre Boulez, und sagte, es tut ihm furchtbar leid, vor allem, weil er gehört hat, dass manche Menschen auch seine Musik mögen. Das ist eine wahre Geschichte. Herr Hopp, mich würde gerne interessieren, was Sie an Ihrem Instrument am meisten fasziniert und was ein Konzert für Sie perfekt macht. Also wenn es das gibt, oder ist es immer ein Streben nach, also als Zuhörer hört man das ja oft nicht, aber ob Sie das auch so empfinden, das hätte ich jetzt besser machen können und das übe ich morgen spezifisch. Oder wie fühlen Sie das, empfinden Sie das? Also für mich gibt es kein perfektes Konzert, das existiert nicht. Es gibt Momente, an denen man denkt. Und wenn diese Momente ganz besonders sind, könnte es sein, dass man jahrelang zurückdenkt. Man sagt, weißt du noch dieses Konzert, und du hörtest irgendeine Musikerin und Musiker, und sie hat diese eine Phrase gemacht, ich werde nie vergessen, wie sie das gespielt hat. Das ist für mich ein großartiges Konzert. Wenn es passiert etwas
wenn ich auf der Zuschauerseite und Zuhörerseite bin, wo ich vergessen, wo ich bin. Das ist sozusagen dieses Moment. Und von der Bühne aus, ein gelungenes Konzert ist ein Konzert, wo man nicht nur alles gegeben hat, weil das tun wir immer, aber wo das mehrheitlich funktioniert hat, was man umsetzen wollte. Ob es gut war oder nicht, ob es die richtige Entscheidung war, das eigentlich spielt nicht die Rolle, sondern ist man zufrieden von das, was man gegeben hat. Und wenn du dann mit anderen Musikern spielst und du verbindest dich auf der Bühne, das Gleiche gilt für den. Haben wir es gemeinsam geschafft, das zu transportieren, woran wir gearbeitet haben? Und hat man dann falsche Töne gespielt oder war das nicht zusammen? Gut, das kommt alles dazu. Aber war es authentisch? War es das Beste, was du in diesem Moment geben konntest? Und wenn du sagst, ich kann es nicht besser, vielleicht werde ich besser morgen und anders, aber ich habe mein Bestes gegeben und es hat vielleicht sogar jemand erreicht, dann ist das ein gutes Konzert. Müssen wahrscheinlich leider langsam zum Schluss des heutigen Abends kommen. Das ist äußerst bedauerlich. Das ist ein wunderbarer Abend, den wir genießen konnten. Vielen Dank. Das Stichwort Odessa weckt bei mir natürlich einen grünen Schalter. Wir unterrichten seit vielen Jahren in Odessa vom Europa-Institut aus, jedes Jahr. Wir haben da wunderbare Leute, junge Menschen kennengelernt. Das letzte Jahr war es nur möglich über Zoom. Aber es war möglich und die harren da aus und wir unterstützen, was wir können. Und es ist eine fantastische Stadt. Wunderschön, das Opernhaus ist ein Gedicht, steht noch. Das ist, wäre schlimm. Und ich kann das nachvollziehen, dass Sie da so eine emotionale Bindung haben. Ganz herzlichen Dank für Ihren wunderbaren Vortrag, den wir, wenn das möglich wäre, gerne in unserer Reihe veröffentlichen würden, wenn das für Sie dankbar wäre. Auch damit die Kriminalpolizei dann wieder mal was findet und Sie nachts um 5 aus dem Bett holt. Also, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen und für den wunderbaren Vortrag. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe eine verrückte Idee. Er kommt direkt aus den Proben und hat vielleicht noch was dabei. Würden Sie uns etwas Kleines spielen? Zufälligerweise ist meine Helene hier. Das gibt mir die Chance, die Dame noch zu beantworten, weil sie hatte da eine Frage gestellt. Was mich fasziniert an die Violine. Und dafür haben wir nicht genug Zeit, um das alles wiederzugeben. Aber ich glaube, dass die Violine für mich zumindest eine der Instrumente, das am ähnlichsten zu der menschlichen Stimme ist. Dass es eine singende Qualität hat, die erinnert einen wie die Kinderlieder, die man zuerst hört. Es ist ein Teil einfach davon, wo man herkommt. Und dazu, was ich so bemerkenswert finde an die Geige, ist, niemand weiß, wer die Geige an sich erfunden hat. Man sagt, es waren die Italiener in der Renaissance um 1550 herum. Aber das war nur sozusagen das Instrument, das wir jetzt haben. Eigentlich denkt man, dass die Violine aus Indien kommt, und zwar 5000 Jahre vor Christus, die ersten Formen eines Instrumenten, was eigentlich am Anfang nur gezupft wurde. Und dann kam man auf die Idee, einen Bogen zu nehmen und die nicht als Waffe zu benutzen, sondern dieses Bogen zu nehmen, um Töne zu erzeugen. Also aus ein kriegerisches Element wurde ein versöhnliches, was an sich eine wunderschöne Idee ist eigentlich. Und vermutlich über Indien und über Bagdad und dann irgendwann über das Iberische Halbinsel kam dieses Instrument über die Märkte bis nach Italien. Und irgendwann im 1480
taucht eine Violine auf ein Gemälde. Und das ist sozusagen vermutlich das erste Mal, dass man eine Violine gesehen hat. Insofern, die Violine verkörpert Mobilität vor allem. Und dieses Mobilität hat bedeutet, dass die Menschen ihre Musik mitnehmen konnten. Und das ist vielleicht das, was ich am meisten liebe an diesem Instrument, die jetzt hier ist. Also das ist die Guarneri del Gesù aus dem Jahr 1742 von Giuseppe Guarneri del Gesù war sein Name, Cremona. Er hat in der Werkstatt von Stradivari hat er gearbeitet. Er war nicht so berühmt wie Stradivari zu seinen Lebzeiten, hat dafür Instrumente geschrieben, die ich noch beeindruckender finde als Stradivari. Und dieses Instrument gehörte vor allem im 19. Jahrhundert ein polnischer Virtuose namens Lipinski, Karol Lipinski. Er war eine große, große Virtuose. Er war Rivale von Paganini und er war der Einzige, der es geschafft hat, Paganini in den sogenannten Geigenduellen zu schlagen. Damals gab es Geigenduellen. Paganini ist durch ganz Europa gereist und wo er ankam, haben sich die besten Geiger sich dann angemeldet und dann haben die Geiger gegeneinander gespielt und das Publikum hat durch Applaus abgestimmt. Und natürlich hat Paganini jede geschlagen, außer ein Person, Lipinski. Lipinski hat ihn geschlagen. Das führte dann zu einem ziemlich schnellen Bruch in deren Freundschaft. Und als Paganini gefragt wurde, wer ist der beste Geiger der Welt, hat er gesagt, das weiß ich nicht. Aber der zweitbeste ist Lipinski. Und dieses Instrument hat dann noch viele andere Geschichten, das würde den Rahmen sprengen. Aber es reicht zu sagen, es hat die Bühne mit Franz Liszt geteilt, mit Chopin, mit Schumann. Und ich darf dieses Instrument spielen und jetzt werde ich was spielen. Ich spiele was Irisches, weil die irische Musik ist mir besonders wichtig und ist ein Teil von meinem DNA väterlicherseits und ich spiele ein berühmtes Lied aus Irland, den Sie sicherlich kennen werden.